Willkommen zurück und willkommen zur wahrscheinlich, hoffentlich letzten Folge von FutureNet by Remastered. Und nicht lang schnacken, ins Subnetz hacken. Wir gehen jetzt in die Church of Amok. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt übrigens. Also wir waren ja hier schon drin in der Pyramide. Aber die Church of Amok selbst, ich glaube, die habt ihr noch nie gesehen. Das ist eine ziemliche Freakshow, werdet ihr gleich sehen. Da sind, erstmal alles voller Comic Sans, da bin ich ja immer schon froh und auch wunderbar ausgestanzt aus Paint wahrscheinlich. Dann klickt man hier auf die Köpfe, ich war noch nie so glücklich, und während die Schläuche aus der Stirn fliegen. Ich bin erleuchtet, tritt uns bei. Das ist ein einziger Albtraum, ja. Aber wir hacken uns jetzt hier natürlich ein, wie Ellie uns das ja empfohlen hat oder wie auch Mohammed Chin das wollte. Und rein geht's. So. Ist das geil. 17 Jahre später und endlich habe ich alle Protokolle dabei. Also ich habe das ja, man findet das ja auch so, aber man hat ja nie alle Protokolle. Ich freue mich so. Okay, jetzt sind wir also an einer Stelle, wo wir uns entscheiden müssen. Ich vermute mal, wenn wir das Protokoll von Ellie nehmen, und ich gehe mal davon aus, dass Ellie die Böse ist und nicht der Mr. Chin, Mohammed Chin, dann werden wir wahrscheinlich ein böses Ende erleben. Deswegen, ich schlage Folgendes vor, ich mache jetzt natürlich das gute Ende. Ich will ja das Spiel endlich richtig beenden. Und ich zeige euch dann am Ende nochmal, was passiert, wenn wir das böse Protokoll wählen. Okay, dann bitte, Mr. Chin, hilf mir. Ich bin ja so gespannt. Okay. Oh nee. Jetzt müssen wir hier basteln. Okay, dann gebe ich mal mein Bestes. Okay, doch, es passt. Ja, tut mir leid. Ich hoffe, ich schlage jetzt nicht wieder die Hände vor dem Gesicht zusammen. Was? Wie bist du hier hereingekommen? Du hast das Atom verstört. Du warst es, mir zu trotzen? Ich bin Amok. Ich bin der unsterbliche Gott des Netzes. Ja, leider schließt sich da ein Kreis. Ihr erinnert euch an daran, als das Spiel, also als ich FutureNet startete, war ja auch die Soundqualität so schlecht abgemischt. Deswegen kam, das konnte man jetzt auch wieder kaum verstehen. Sie hat irgendwie gesagt, wie kannst du es wagen, hier reinzukommen? Wie bist du durch das Tor gekommen? Bla 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 bla. Okay, also wir haben ja von Mohammed Chin den Auftrag bekommen, irgendwie diese Knoten da zu schließen. Ich betrachte jetzt erstmal das Ding hier. Okay. Also wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, irgendwie 15, wenn man die mitzählt, irgendwelche Knoten. Ja, keine Ahnung. Ich würde mal sagen, springen wir mal in den Subnet-Datenstrom. Wähle einen Ausgang. Links, Hinterausgang, rechts. Ja, ich schlage vor, wir nehmen mal den linken, oder? Was passiert? Okay, sie hat wieder irgendwas gesagt. Ich guck nochmal in die Soft in das Schema. Okay, jetzt haben wir hier Kreuze. Also ich bin ja gerade links reingegangen. Hier sind Kreuze. Ist das was Gutes oder Schlechtes? Heißt das, ich habe das jetzt hier zugemacht? Ich kann da auch nichts mitmachen. Ich kann das nur angucken. Dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in jeden Ausgang und gucken einfach, was passiert. Gehen wir in den Hinterausgang. Ich weiß ja gar nicht, muss ich hier was drücken? Ich drücke einfach mal linke Maustaste. Nee. Okay, sie hat, glaube ich, wieder das Gleiche gesagt. Wenn du glaubst, du kannst mich aufhalten oder sowas, dann hast du dich geirrt, sagt sie. Okay, jetzt haben wir das hier. Also das heißt, ich bin gerade links hier gegangen, dann hier. Dann gehe ich jetzt mal durch den rechten. I have no idea what I'm doing here, um ehrlich zu sein. Ich hoffe, die Kreuze sind was Gutes. Wenn du glaubst, dass du mich schlagen kannst, dann hast du dich geirrt. Okay, jetzt haben wir die beiden hier. Also ist das jetzt... Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Was? Okay, vorhin konnte ich hier noch... Mit dem war ja der Cursor anders. Jetzt ist hier gar nichts mehr. Ja gut, dann gehe ich nochmal in den linken Ausgang. Kann ich hier vielleicht was lenken mit dem Pfeiltasten oder so?
Nee, also es bricht immer sofort ab. Jetzt ist auch nichts, jetzt hat sich auch nichts geändert. Ich schlage vor, dass ich jetzt nochmal durch den rechten gehe. Warum auch immer. Ich habe echt gar keine Ahnung, was hier los ist. Ah, jetzt ist länger was. Ich drücke die linke Maustaste, ich weiß nur nicht, ob das was bringt. Vielleicht ist das ja so ähnlich wie dieses virtuelle, dieses Social Club Spiel. Dass also irgendwo an einem der Ausgänge sitzt Amok und ich gehe jetzt durch die ganzen Knoten. Und mache da was und jedes Mal, wenn ich dann virtuell, also vorgestellt auf Amok treffe, fliege ich halt wieder raus. Und jetzt gerade habe ich irgendwie Glück. Ich weiß nur nicht, muss ich die Maustaste wohl drücken? Ich lass mal, hör mal auf damit. Ne, nützt auch nichts. Also die Farben, es ist halt so blau-gelb, es ist ja entspricht ungefähr diesen Farben, die wir auf diesem Plan sehen, aber... Ja, keine Ahnung, ich drück mal die Leertaste, dann kommen wir ja da raus, steht da ja. Mal gucken, was jetzt passiert ist. Ja, jetzt haben wir hier mehr rote Kreuze. Das ist super strange, wirklich, also ich verstehe hier gar nichts. Das ist auch wieder super erklärt. Also, ich frage mich gerade, ob ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. What? Nee, an den Kreuzen hier tut sich auch nichts mehr. Es tut mir echt leid. Ich habe keine Ahnung, was... Ich verstehe nichts. Verstehe gar nichts. Es tut mir echt leid, dass das jetzt hier so ein Kack ist, ne? Was ist das? Es passiert hier nichts mehr. Sind das wir hier? Was ist der Sinn? Was muss ich tun, um da weiterzukommen? Oder ist das jetzt eine Situation, in der ich schon feststecke? Es ist einfach nicht gut, was hier gerade passiert. Ich meine, ich bin hier auf so einem komischen Trip. Da kommen einfach nur die Farben, die Gänge und das war's. Und ich kann nichts machen. Also, so, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt eine Vermutung. Kann es sein, dass diese Szenen, wenn ich da reinspringe, zu schnell abgespielt werden, aufgrund zu schneller CPU und sowas. Das ist ja so ein Problem, was ja gerade bei älteren PC-Spielen mal vorkam. Dass die also, dass das viel zu schnell passiert. Und dass es eigentlich langsam sein sollte, weil ich verstehe das jetzt so, ich stehe hier oben. So, und von hier aus muss ich mich da durchbewegen, muss also an diese Punkte gelangen. Und, wahrscheinlich treffe ich in diesen Gängen immer irgendwie auf Amok oder so und werde dann zurückgeschleudert. Ich muss also irgendwie den Weg bestimmen. Und vielleicht könnte ich eigentlich, wenn das langsam wäre, die Richtung bestimmen. Also rechts und links irgendwie klicken. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und vielleicht hatte ich nur irgendwie Glück, dass ich jetzt hier so quasi da reingeraten bin. Und muss also versuchen, wenn ich jetzt gleich zum Beispiel links reingehe, sofort nach rechts zu gehen. Irgendwie. Das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt, weil ich gerade wirklich sonst den Glauben verliere. Ich falle vom Glauben ab, dass ich das nicht ralle, was hier los ist. Also ich kann hier ja nichts anderes machen, außer diese drei Gänge anwählen. Also ich gehe jetzt hier rein, muss im Prinzip von hier aus nach links und von da aus dann nach rechts. Links, rechts sozusagen. Das versuche ich jetzt irgendwie mal darzustellen. Also ich gehe jetzt hier rein, gehe nach links, nach rechts. Ne, man kann ja irgendwie so lenken. Ja, es passiert doch was, ich kann lenken so. Ha, ich war jetzt schneller unterwegs als gerade. Oh mein Gott. Okay. Jetzt fehlt nur noch dieses Ding hier. Ist das ernst gemeint? Soll das so schnell sein? Das kann doch nicht deren Ernst sein. Okay. Ich habe jetzt nicht genau verstanden, was sie gesagt hat. Ich hoffe wirklich, dass ich das gleich irgendwie fixen kann im Schnitt. Wie dem auch sei, ich schlage vor. Also ich werde jetzt versuchen, ich gehe durch den rechten Eingang, muss im Prinzip nach links gehen, dann am Ende nach rechts, um dieses letzte Ding da unten noch zu erwischen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ernst gemeint ist so. Das ist doch viel zu schnell einfach, der Kram hier. Habe ich es jetzt geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, klar, ich komme jetzt von dem Bereich hier in den gelben und da muss ich hin nach links und hast du nicht gesehen? Ach, das kann doch kein Mensch rallen, so schnell. Das ist garantiert nicht richtig. Boah, der Scheiß. Okay, also, nee, Moment, ich gehe jetzt hier rein, muss irgendwie nach links, also geradeaus, dann rechts, dann geradeaus und dann nochmal nach rechts oder so. Ja, keine Ahnung.
bewege mich einfach mal hier so wild hin und her. Ah, das hat ja gut geklappt. Ja, es hat anscheinend funktioniert. Okay, egal. Wir können das Futurant rebooten. Ich vermute mal, dass es nicht so gewollt war. Okay, irgendwas labert Amok gerade. Ist mir egal, ich reboote jetzt das Futurenet. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Aha. Cornelius Schauer, du Vogel bist schuld an meinem Leid. Also da wurde da irgendein Video abgespielt gerade? Zu schnell? Kann das sein? Ich weiß auch nicht, was ich gerade denken soll. Ich halt einfach mal die Schnauze. Dirk Freder, ich google dich auch. Ich halt doch nicht die Schnauze. Irgendwie, okay, es gab also Additional Art, also viele Leute, die Bilder zugesteuert haben, aber wurde das Spiel irgendwie nur von zwei Leuten gemacht? Dieser Kogan-Typ? Ist das der Einzige, der da was gemacht hat? Ah, ich wollte schon sagen. Da ist John Flanagan, der mir nicht geantwortet hat. Diese Musik ist ja überhaupt nicht nervig. Aber ich glaube, wir haben jetzt uns richtig entschieden mit dem Protokoll von Chin, oder? Das waren ja am Ende irgendwie fröhliche Postkarten. Warum auch immer. Sean Grant. John Rosenberg. Wo die jetzt wo alle gelandet sind? Aber schön, jetzt habe ich endlich alle Namen. Weil die waren ja davor nirgendwo zu finden. Ralf, Steffi, Dirk und Andreas von CycleTech. Ja, da würde ich auch nur Vornamen schreiben, wenn ich so eine Übersetzung abgeliefert hätte. Wie random, dass da keine Nachnamen stehen, oder? Haben die wahrscheinlich so nebenbei gemacht. Oh. Da oben stand gerade Switching to Backup Power Supply. Also das ist ja eigentlich eine coole Idee. Die haben also das Reboot des Futurenets wird jetzt mit den Credits hier verbunden. Ja, Chris Fahey und Adam Kogan haben eigentlich alles gemacht. Ja, auch da wieder keine Nachnamen beim Qualitätsmanagement. Aus Düsseldorf. Also mich wundert gar nichts mehr. CycleTech. Google ich auch mal, ob es die noch gibt. Glaube ich nicht. Holger Akri. Ne. Und CycleTech wieder im Spiel. Wundert mich gar nichts, aber es kann doch nicht sein, dass da ein wirkliches Studio für engagiert wurde. Sounddesign. Die waren doch aber bitte nicht für die Synchro verantwortlich, oder? Gott, oh Gott. Oh, haben die auch dieses Credit-Lied, was wir gerade hören, geschrieben? Meinen großen Respekt. Ich bin gerade irgendwie sehr zynisch, es tut mir leid. Ich möchte eigentlich gar nicht böse sein, aber irgendwie... Wie Music German Version, ist das nicht die gleiche wie... Hat etwa Holger eine andere Musik eingebaut? Holger Akri. Thank you.
Meine Güte, ist das ein toller Effekt. Was werden diese Worte ergeben, diese Buchstaben? Actors German Version. Sind damit die Synchronsprecher gemeint? So viele Synchronsprecher? Ich könnte immer noch schwören, dass das maximal zwei Leute waren. Was? Frank und Ruth, Andreas, Olaf, was ist denn hier, was? Ah, vielleicht waren das die aus dem Social Club. Stimmt, im Social Club waren ja, glaube ich, mehr Leute zu hören. Ja, Cycletech, Cycletech Multimedia aus Düsseldorf. Im Auftrag der Infomedia GmbH Düsseldorf. Die haben, waren bestimmt im gleichen Gebäude. Jo, Jungs, wir haben hier noch so ein Ding, so ein Spiel. Könnt ihr mal eben hier... Ja, Google Translate gab's noch nicht, ne? Hä? Waren wir da nicht schon? Geht das wieder von vorne los? Nee, oder? Das hatten wir doch schon alles. Oh mein Gott, wir sind in einer Dauerschleife. Was ist das? Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher, ob das jetzt... Doch, Dick, ja, das hatten wir schon. Ich drücke mal Enter. Passiert nichts. Ich drücke... Escape. Ist das jetzt das Ende? Ein Dauerloop? Ist das deren Ernst? Oh, das war ein neuer Effekt, oder? Werden die Credits immer mit einem anderen Effekt eingespielt? Also die einzelnen Dinge, aber ist ja im Prinzip auch egal, ich komme hier nicht mehr raus. Oh ne, ich habe ehrlich gesagt jetzt auch keine Lust, das hier jetzt eine halbe Stunde stehen zu lassen, nur um zu gucken, ob dann auch noch was kommt. Man hätte mich doch wenigstens ins Hauptmenü zurückwerfen können, oder? Das ist... Nein, es ist nicht schlechter als das Ende von Mass Effect 3. Nein, so weit will ich nicht gehen. Aber es ist... Es ist nah dran. Ja. Tut mir leid. Ich überlege gerade, ob ich hier irgendwas... Ob ich hier was wieder nicht verstehe. Ralf, Steffi... Nein, das hatten wir ja schon... Ich komme hier nicht mehr raus. Tja, schade. Leider müssen wir also auch diese Musik weiter ertragen. okay, ich schlage Folgendes vor. Ich melde mich jetzt gleich nochmal zurück mit dem bösen Ende. Wir gucken nochmal ins böse Ende rein und ich beende das Spiel jetzt aber und wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mir ist es jetzt tatsächlich innerhalb von einer guten Minute gelungen, diese Quatsch hier zu machen, indem ich einfach die Maus wie wild hin und her bewegt habe und er dann anscheinend richtig geführt wurde und all diese Knoten erreicht hat. Also vermutlich ist das wirklich so ähnlich wie bei Fallout 4. Ne? Ihr stellt die Framerate aufs Doppelte wie gewollt und plötzlich läuft das Spiel auch doppelt so schnell ab. Das hat ungefähr die gleichen Programmierqualitäten hier, aber diesem Spiel kann ich es jetzt natürlich nicht vorwerfen. Vielleicht war echt die Geschwindigkeit dieses Parcours an irgendwas gekoppelt, am System, was halt damals normal war und heute eben um ein Vielfaches schneller ist. Wie dem auch sei. Jetzt reboote ich das FutureNet, aber habe, wie gesagt, das Protokoll von Ellie benutzt. Mal gucken, was passiert. You serious, bro? Okay, wir haben also andere Postkarten gesehen. Böse Postkarten, im Gegensatz zu den tollen davor. Vielleicht werde ich mir die Postkarten nochmal genauer angucken oder ihr könnt ja einfach auf Stopp drücken. Also ich glaube, auf den Postkarten jetzt stand irgendwie drauf, oh mein Gott, Hilfe, Amok ist teuflisch. Und auf den Postkarten beim Guten stand ja irgendwie drauf, hey, mein Avatar, alles cool oder so. Ja, jetzt sind wir wieder in den Credits.
Scheiße. Also ich vermute mal, dass dieses Video, ich guck mal, ob wir das gleich mal langsamer abspielen. Vielleicht habe ich es jetzt auch davor, keine Ahnung. Also, ich denke mal, wir schauen jetzt uns das einmal langsamer an. Okay, das haben wir jetzt getan. Ich weiß nicht, was ihr gesehen habt. Ich sehe es erst gleich. Aber vermutlich haben wir Amok gesehen, wie er oder sie besiegt wurde. Ja. Und dann haben wir Postkarten gesehen. Dann kommen die Credits, die in einem Loop mit toller Musik laufen. Und das Spiel ist vorbei. 17 Jahre habe ich auf diesen Moment gewartet. Und was soll ich sagen? Er hat delivered. Nein, ich rede es mir unglaublich schön. Es ist eines der schlechtesten Enden überhaupt. Sowas habe ich. Sowas Kreativloses und. Egal. Es ist mir egal. Komm, wir beenden das Ganze jetzt. Ich kann hier auch echt nichts machen. Ich drücke nochmal alle Tasten, die mir der liebe Gott zur Verfügung gestellt hat. Nein, es soll nicht sein. Ich muss das Spiel mit Alt F4 beenden und werde es danach vielleicht nie wieder anmachen. Ich danke euch vielmals fürs Mitmachen, dass ihr mich begleitet habt auf diese Reise. Ich hoffe, ihr hattet auch ein klein wenig Spaß, so wie ich. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass dieses Ende nicht das gehalten hat, was diese jahrelang währende Wartezeit mir dann doch irgendwie versprochen hat. Ich weiß es nicht. Also es ist es ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich habe irgendwie echt mit einem Video zum Beispiel gerechnet. Ich meine, die haben so ein blödes Video fertig gemacht für die Super Gamescore Sachen. Das Intro war auch eigentlich echt cool gemacht. Und jetzt haben wir beim Outro so ein viel zu schnell abgespieltes Video, wenn es das wohl gab, weiß ich jetzt noch nicht. Ist das alles? Und die Credits hören nie auf? Was soll mir das sagen? Dauert das so lange, das FutureNet zu rebooten? Ist das wieder so ein Bug aus der deutschen Variante? Dass da so ein Loop ist und der Loop wird nicht richtig beendet, also führt wieder zurück zum Anfang der Credits? Kann das sein? Das glaube ich nicht. Das würde ich eigentlich nicht glauben. Vielleicht müssen wir auch echt nur lange genug warten. Vielleicht braucht das FutureNet ein bisschen zum Rebooten und solange das eben rebootet, werden die Credits abgespielt. Aber ich glaube nicht. Wie dem auch sei. Ich danke euch und erlöse euch von dem Bösen. Bis dahin alles Gute, wie auch immer. Amen.